Die Hinrunde der Bundesliga ist vorbei. Jetzt können wir erstmal ein bisschen durchatmen und ein erstes Fazit ziehen. Was sind die Tops und was sind die Flops? Zwei Videos wird es geben. Heute kümmern wir uns um die Gewinner. Und ich sage euch eins, das wird kontrovers. Mindestens bei einer Sache werdet ihr mich alle für verrückt halten. Aber lasst uns doch mal keine Zeit verlieren. Los geht's. Herbstmeister ist Borussia Dortmund. Insgesamt 42 Punkte sind auf dem Konto. Damit hat man fast einen Clubrekord eingestellt. Nur einmal war der BVB bis jetzt besser, und zwar 2010. Damals holte der Club die Schale. Die Borussia hat zu alter Stärke zurückgefunden, und das war ein hartes Stück Arbeit. Ihr wisst, letzte Saison lief katastrophal. Die Mannschaft war total verunsichert. Trainer Lucien Favre brachte Balance ins Spiel zurück. Die Hinrunde können wir nämlich in drei Phasen gliedern. Erstens Stabilisierung der Defensive. Darunter litt dann der Druck nach vorne. Die Stürmer hatten so eine Art Ladehemmung. Es passierte nicht ganz so viel. Der Schritt war aber bitter nötig, denn es gibt ja die Floskel: Spiele gewinnst du im Angriff, Meisterschaften in der Verteidigung. In Phase 2 kam dann die Wucht nach vorne zurück. Auch dank des Neuzugangs Stürmer Paco Alcácer. Er hat einen Bundesliga-Rekord aufgestellt, und zwar 10 Tore als Joker. Mehr hat noch nie ein Stürmer in einer kompletten Saison geschossen. Und wir sind jetzt erst in der ersten Halbserie. In Phase 3 kam dann die Mentalität zurück, auch enge Spiele zu gewinnen. Der 2:1-Sieg beim FSV Mainz 05 ist bei mir dann noch im Hinterkopf geblieben. Da hatte der BVB schon gewaltig viel Glück. Der wichtigste Dortmunder der Hinrunde war Kapitän Marco Reus. So gut wie jetzt war er bestimmt noch nie. Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen konnte er die gesamte Vorbereitung mit dabei sein, also keine Verletzung bremste ihn aus. Das war ja in den letzten Jahren immer wieder ein Problem. Zum anderen spielte er auf seiner Lieblingsposition, und zwar im zentral-offensiven Mittelfeld. Der BVB ist so stark wie seit Jahren nicht. Es gelingt einfach alles. Und wenn es so weitergeht, dann wird die Borussia deutscher Meister. Die Überraschung der Hinrunde ist eine andere Borussia, und zwar die aus Mönchengladbach. Sie hat einen Clubrekord aufgestellt. 8 Heimspiele, 8 Siege, das gab es davor noch nie. Verstecken müssen sich die Fohlen bei weitem nicht, und das wollen sie auch gar nicht. Trainer Dieter Hecking sagte schon im November, Zitat: "Wir sind eine Spitzenmannschaft, da brauchen wir uns auch nicht klein machen und jetzt Angst haben, dass der Einbruch kommen wird." Tja, bis jetzt läuft es auch echt gut. Platz 3 in der Liga vor der Saison hat das wohl keiner getippt. Und dementsprechend, besser geht's fast gar nicht. Der Erfolg von Gladbach zeigt, wie positiv sich doch die gesamte Bundesliga weiterentwickelt. Erfolgreich sind zurzeit die Teams, die selbst den Ball haben wollen und sich nicht nur hinten reinstellen. Gladbach will sich mit vielen Flachpässen Chancen erarbeiten. Das Mittelfeld ist dabei extrem stark. Jonas Hofmann und Florian Neuhaus passen jeweils die Geschwindigkeit an. Erst ein bisschen Gas rausnehmen, und sobald eine Lücke zu sehen ist, zack, wird aufs Gaspedal gedrückt. Die Borussia hat es wirklich geschafft, den eigenen Spielstil weiterzuentwickeln. Erinnert euch mal an die vergangene Saison. Da spielte man im 4-4-2-System. Die Gegner knackten den Code relativ schnell, und deshalb musste sich der Trainer eine neue Lösung überlegen. Das hat super geklappt. Jetzt agieren die Fohlen im 4-3-3-System. Das Ziel ist, erfolgreichen und vor allem attraktiven Fußball zu spielen. Daheim klappt das auch. Auswärts dafür überhaupt nicht. Da muss man sich extrem verbessern. Nur 2 Siege hat Gladbach eingefahren. Um den Titel wird Borussia Mönchengladbach dementsprechend nicht spielen. Dafür gibt es einfach zu große Leistungsschwankungen. Der Europapokal ist aber auf jeden Fall drin. Der Shootingstar der Hinrunde ist, wer soll es auch sonst sein, Luka Jovic. Im Schnitt brauchte er in der Bundesliga 84 Minuten, um ein Tor zu schießen. Als Stürmer ist das ein echt guter Wert. 12 Tore sind auf seinem Konto, dazu 4 Vorlagen. Logisch ist, dass Topclubs ihn auf dem Zettel haben, aber wer ihn haben will, muss echt tief in die Tasche greifen. Was sagt ihr denn? Soll er im Sommer wechseln? Ja oder nein? Ab mit eurer Meinung unten in die Kommentare. Blick mal doch mal kurz auf den Jungen. 1,82 Meter groß, 87 Kilo schwer. Er ist extrem dribbelstark und beidfüßig. Egal ob mit links oder mit rechts, er hat schon mit beiden Schlappen Tore geschossen. Mein Gefühl ist, in jeder Szene hat Jovic eine Idee, wie er zum Abschluss kommt. Sagen wir, wie es ist, das kannst du nicht lernen. Der Junge ist ein riesengroßes Talent, aber natürlich gibt's auch noch Luft nach oben. Wenn wir jetzt diese Nadel im Heuhaufen suchen wollen, dann fällt mir eigentlich nur eine Sache ein.
Die meisten Tore hat Jovic gegen kleine bzw. schwächere Gegner geschossen. In Topspielen muss er seine Klasse noch unter Beweis stellen. Aber hey, Leute, wir reden hier von einem 21-Jährigen. Dass der sich so gut entwickelt, hätte doch keiner für möglich gehalten. Er hat alle Zeit der Welt, um sich zu entwickeln. Und er hat ja schon gesagt, sollte sich die Eintracht für die Champions League qualifizieren, bleibt er definitiv. Ob sie das auch wirklich schaffen? Ja, mal schauen. Der VfL Wolfsburg hat echt ein paar harte Jahre hinter sich. Zweimal standen die Wölfe in der Relegation und so knapp schwanden sie am Abstieg vorbei. Jetzt ist aber endlich mal Licht am Ende des Tunnels. Es gibt sogar den Traum von Europa. Zum Abschluss der Hinrunde gab es 5 Siege und ein Remis. Der Verein überwintert damit auf Platz 5. Endlich herrscht Ruhe im Verein und das ist auch extrem wichtig. Trainer Bruno Labbadia hatte Zeit, den Ballbesitzfußball etwas zu überarbeiten. Man gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, aber das System ist so unglaublich effektiv. Die größte Baustelle der letzten Saison ist jetzt nämlich der größte Trumpf, die Offensive. Fast jeder Schuss ist ein Treffer, das müsst ihr euch mal geben. Für die Transfers im Sommer gibt es deshalb die Note 1. Besser kannst du das eigentlich nicht machen. Daniel Ginzek war der Wunschspieler des Trainers. Labbadia findet ihn schon sehr lange interessant und deshalb wollte er ihn unbedingt nach Wolfsburg bringen. Kleiner Fun Fact, er blieb mit dem Berater von Ginzek einige Jahre in Kontakt, um eine Chance zu haben, den Spieler irgendwann zu verpflichten. Und jetzt wissen wir, es hat geklappt. Vergessen dürfen wir natürlich nicht den zweiten Stürmer, Wout Weghorst. Er ist der Topscorer des VfL. Dass es so gut läuft, hatte wohl am Anfang der Saison keiner erwartet. Labbadia sagt, Zitat, eine solche Entwicklung braucht eigentlich Zeit. Deshalb bin ich froh, dass sie bei uns im Eiltempo passiert ist. So schnell, wie der VfL vor ein paar Jahren abgestürzt ist, so schnell geht's jetzt wieder bergauf. Mal schauen, wie es in der Rückrunde weitergeht. So, und jetzt explodiert gleich die Kommentarspalte. Gewinner der Hinrunde sind nämlich die Allstars des FC Bayern. Hört mir erstmal zu, bevor ihr was in die Kommentare schreibt, denn sonst wird das hier nicht gut ausgehen. Extrem viel Kritik mussten sie einstecken und ja, völlig zu Recht, von allen Seiten wurde verbal auf sie eingeschlagen. Tja, und das hat ihnen gut getan. Sie mussten mal aus ihrer Komfortzone raus und wollten beweisen, egal ob da vorne eine 3 steht, man schon älter als 30 Jahre alt ist, wir haben es noch immer drauf. Franck Ribéry ist doch das perfekte Beispiel. 35 Jahre ist er alt und klar, oft fehlt das Tempo, die Spritzigkeit. Aber das macht er mit Einsatz wett. Die Zahlen lügen nicht. In den letzten 3 Bundesligaspielen hat Ribéry 4 Tore geschossen. Zum Vergleich, in der ganzen letzten Saison erzielte er nur 1 Tor mehr. Dank seiner Tore in den Topspielen ist der FC Bayern noch immer im Titelrennen. Und das zeigt doch, wenn es drauf ankommt, sind die Allstars noch da, wenn Not am Mann ist. Gleiches gilt für die Abwehr. Sie hat sich endlich stabilisiert, das war dringend nötig. Seit 4 Spielen gab es kein Gegentor. In meiner Ansage habe ich ja vor allem Jerome Boateng kritisiert. Seine Leistungskurve geht jetzt zum Glück wieder Stück für Stück nach oben. Klar, den Allstars gehört nicht die Zukunft, das wissen sie selber. Aber sie machen das wieder gut, was sie verbockt haben. Sie haben jetzt den FC Bayern wieder aus der Krise geführt. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Flops der Hinrunde. Die gibt's im nächsten Video. Am 27. Dezember kommt es online. Jetzt ist erstmal Weihnachten und schaut mal, ich habe mir selbst etwas Kleines geschenkt. Und zwar das hier. Das ist ein originaler Sitz aus der Allianz Arena, über 10 Kilo schwer. So im Sitzen den hochzuheben ist gar nicht mal so leicht. Ich will mir den irgendwo hier ins Studio hängen, habe aber noch keine Ahnung wohin. Wenn ihr Vorschläge habt, nur her damit, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Denn ich weiß nicht, ich glaube da hinten ist nicht wirklich Platz. Schade eigentlich. Ich wünsche euch jetzt erstmal frohe Weihnachten, genießt die freie Zeit. Wir sehen uns dann nach den Feiertagen wieder. Bis dahin wünsche ich gut Kick und ho, ho, ho.